jetzt Gender noch vertieft diskutieren will, kann das auf dem Samtsofa in Berlin-Mitte machen, aber wir kümmern uns hier um die wichtigen Themen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich fragt, wie soll der Staat reden, dann muss man sagen, im Vordergrund der Debatten steht, dass der Staat mit Sprache Informationen vermitteln muss und nicht politisieren und provozieren. Einzelne Abgeordnete, einzelne Bürger können sprechen, wie sie wollen. Grammatikalisch falsch, sprachästhetisch fragwürdig, meinethalben. Für den Staat gilt aber Neutralität, Unbefangenheit und der Amtsauftrag des Staates. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, dass es darum geht, dass wir nicht durch künstliche Sprachkonstruktionen die Grundrechte der Bürger verkürzen. Und ich will das in aller Klarheit sagen. Ich stehe für ein Land ein, in dem Studenten und Studentinnen gute Noten dafür bekommen, dass sie an Universitäten Kluges und Richtiges schreiben, aber nicht schlechte Noten dafür bekommen, dass sie falsch gendern. Das ist nicht meine Freiheitsvorstellung. Und ich will auch sagen, ich erwarte auch, dass der Staat natürlich es den Menschen zubilligt zu gendern, aber andererseits auch respektvoll mit denjenigen umgeht, die im ländlichen Raum und in unseren Wahlkreisen nicht den Sprachcodes folgen, die hier in Berlin-Mitte praktiziert werden. Und deswegen sage ich, wir müssen es schaffen, einen Spagat zu schaffen zwischen der privaten Sprechfreiheit, die auch Gendern beinhaltet, aber der notwendigen Neutralität des Staates. Und diese Abwägung gibt es jedenfalls nicht mit den Vereinfachern von rechter Seite, sondern nur mit CDU und CSU. Ihren Antrag lehnen wir ab.